Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 111 von Dienstag, dem 16. April 2024 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast, dieser Audio-Newsletter erscheint normalerweise jeden Dienstag und geht über Modeling und NLP und erscheint auf unsere Homepage www.ralfstumpf.de/podcast, auf Apple Podcast, auf Spotify und meistens auch noch zusätzlich auf unserem YouTube-Kanal. Normalerweise kommt der Podcast am Dienstag raus, manchmal aber auch am Mittwoch, wenn ich es nicht genau rechtzeitig schaffe. Und manchmal gibt es auch zwei davon. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle dir dringend, dass du unseren Newsletter abonnierst. www.ralfstumpf.de/newsletter. Da erfährst du immer, wenn es einen neuen Podcast gibt und du bekommst den Text, über den es heute geht. Heute mache ich da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe, aber ich werde das von letzter Woche kurz wiederholen, sodass auch die Neueinsteiger gut mitkommen. Es geht um meine Kommentare zu meinem eigenen geschriebenen Newsletter. Das kam richtig gut an und heute geht es um Anti-Manipulationstechniken. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, da hatte ich letzte Woche also eine ganz wilde Idee, dass ich meinen eigenen Newsletter nehme, dass ich den Absatz für Absatz vorlese und dann jeweils das dazu sage, was ich nicht geschrieben habe, weil ich ja den Newsletter, den ich jede Woche schreibe, immer auf ungefähr 3000 Zeichen begrenzen möchte. Das ist etwa eine Zeitschriftenseite und normalerweise aber Gedanken für ein halbes Buch habe. Und so ein gelesener, also so ein geschriebener Newsletter braucht ungefähr 5 Minuten Lesezeit. Ein Podcast hat 1 Stunde. Also dachte ich mir, ich kann immer ein bisschen ergänzen und dachte mir, ich schaffe vielleicht 2 Newsletter-Folgen in einem Podcast. Das war ein Irrtum. Ich habe letzte Woche genau den halben 341er geschafft. Da bin ich wohl ein bisschen zu sehr ausgeufert. Trotzdem war das Feedback sehr positiv, sehr bestärkend, sehr angenehm, sehr nach dem Motto, Ralf, mach weiter, mach weiter. Ich werde weitermachen, ich mache gleich heute weiter. Ich werde allerdings gucken, dass ich nicht ganz so ausschweifend den eigenen Text kommentiere, auch wenn es immer wieder viel dazu zu sagen gäbe, sodass ich vielleicht dann 2 bis 3 Letter in 1 Stunde Podcast schaffe, dann kann das eine Tradition werden, dass ich einmal im Monat oder vielleicht 2-mal im Monat die Ergänzungen zu den Newslettern sage, weil ich ja auch weiß, dass es inzwischen so ist, dass viele Leute lieber hören als lesen und ich mehr Hörer in diesem Audio-Newsletter habe als Leser in dem geschriebenen Newsletter. Ich freue mich trotzdem, dass auf die Art die Texte, die ich wirklich mag, also das ist von all den Sachen, die ich produziere, wirklich das, wo die meiste Arbeit drin steckt. Ich freue mich, dass die Texte auf die nochmal so eine Art zweites Leben, große Bühne, wie auch immer, bekommen. Ich mache es heute so, ich werde hier erstmal dieses wirklich sehr kurze Stückchen nochmal vorlesen, über das ich letzte Woche etwas ergänzt habe. Und dann werde ich weitermachen und das ergänzen, wozu ich eben heute was sagen werde. Es geht um eine Newsletter-Serie, die ich am 2. März angefangen habe. Die geht über NLP-Verschwörung und Wahrheit. Und die Idee von dieser Serie ist es, mit NLP-Techniken, weil ich meine, NLP ist ja angeblich das Manipulationswerkzeug schlechthin, also kann man es ja auch nutzen, um sich vor selbiger, nämlich vor Manipulationen zu schützen. Und darum geht es ja heute eben. Also ich mache da gerade eine Newsletter-Serie, die läuft noch eine ganze Weile, wo es darum geht, wie man die NLP-Technik halt nutzen kann, um in diesem Dschungel von Informationen, den uns das Internet bereithält, vielleicht ein bisschen besser rauszufinden, was ist da vielleicht kompletter Quatsch, was verdient einen zweiten Blick, worüber kann man nachdenken. Also dieses Verschwörung und Wahrheit, natürlich mit der Idee, dass man es hundertprozentig nie rausfinden wird, aber nur NLP ist da schon ganz gut, einem da so ein bisschen zu helfen. Ich lese jetzt mal einfach diese paar Zeilen vor, die ich letzte Woche kommentiert habe. Dann weißt du, wo wir sind und dann mache ich weiter mit dem, was
heute drankommt. Also der Newsletter 341 von Samstag, dem 2. März 2024. NLP, Verschwörung und Wahrheit, Teil 1. Woher weißt du, was du zu wissen glaubst? 6 Wochen ging es jetzt ums Denken und um dessen Feinheiten, abgerundet letzte Woche von Daniel Köpke in einem Gastbeitrag, für den ich noch einmal danke. Jetzt will ich dir noch eine konkrete Anwendung zeigen, ganz klassisch auf NLP-Basis. Dafür gehen wir zu einem Thema, mit dem sich schon Richard Bandler und John Grinder beschäftigt haben. Woher weißt du, was du weißt? Wie kommst du zu deinem Wissen über dich und die Welt? Bandler und Grinder haben dabei aufgebaut auf dem, was Alfred Graf Korzybski erdacht hatte. Doch die Spur führt viel weiter zurück, bis mindestens ins alte Griechenland. Auch nach Bandler und Grinder ging es weiter. Heute beschäftigt sich die Hirnforschung mit dem Thema und ganz aktuell die Robotik und KI. Es gibt sogar eine eigene Wissenschaft vom Wissen schaffen, die Epistemologie. In unserer heutigen Form gibt es das Thema seit der Renaissance. Damals kamen die Menschen auf die Idee, dass wir die Welt mit unseren Sinnen, Wacock, objektiv wahrnehmen können. Ein Mensch des Mittelalters hätte bei dem Gedanken gestaunt. Dem war die Welt kein Objekt, der war im Dialog mit einer lebendigen Welt. Manchmal verbarg sie sich oder narrte ihn. Außerdem wusste der, dass Gott oder andere Geister den Menschen gerne mal die Sinne vernebeln. Heute glauben wir es besser zu wissen. Wirklich? Woher weißt du, was du weißt? Der beste Tipp, den mir Vera F. Birkenbiel gab, war, regelmäßig Informationen aus Quellen zu schöpfen, die sich von meiner eigenen ideologischen Blase unterscheiden. Danke, Frau Birkenbiel. Über viele Jahre machte ich das in meinem Kerngebiet, dem NLP und seinen angrenzenden Bereichen. Dann, vor etwa 10 Jahren, interessierte ich mich wieder mehr für gesellschaftliche und politische Themen und folgte dem Birkenbielschen Rat. Also schaute ich im Internet, fing an zu lesen und staunte. Da standen wilde Sachen, Unglaubliches. Jede Seite nahm für sich in Anspruch, die Wahrheit zu verkünden. Jede Seite warf den anderen Seiten vor, wilde Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und ich war mittendrin, unbedarft und mit wenig Vorwissen. Wie sollte ich da die Spreu vom Weizen trennen? Ich habe damals aus dem NLP einige Kriterien entwickelt, wie ich mir ein Urteil bilden kann über Verschwörungstheorien und Wahrheitserzählungen, ohne vom Thema Ahnung zu haben. Mein Vorteil war, dass NLP gut auf der Metaebene arbeiten kann. Diese Kriterien will ich mit dir in den nächsten beiden Lettern teilen. So, bis dahin hatte ich das gelesen, letzte Woche, und kommentiert. Ja, das war eine ganze Stunde mit Kommentaren. Und jetzt geht's weiter mit dem, was heute kommt. Ich lese weiter im Newsletter. 2 Dinge sind dir dabei vermutlich schon jetzt klar. Erstens, es gibt weit mehr als Wahrheit und Lüge. Zwischen den beiden liegt ein weiter Graubereich. Es gibt überholte Wahrheiten und kommende. Es gibt Unentscheidbares und Geschmackssachen. Außerdem gilt, was Niels Bohr sagte: Das Gegenteil einer richtigen Behauptung ist eine falsche Behauptung, aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann wieder eine tiefe Wahrheit sein. Dieses Zitat von Niels Bohr war, glaube ich, das absolute Lieblingszitat von Frau Vera Felicitas Birkenbiel. Ich glaube, es gab kein einziges Seminar von ihr in den letzten Jahren, wo dieses Bohr-Zitat nicht vorkam. Das hat ihr so gut gefallen, weil es halt ja den Begriff der Wahrheit auch noch mal ein bisschen transformiert. Ich erinnere mich, dass Frau Birkenbiel in der Zeit, als sie sich jetzt sicher Zeit ihres Lebens sehr mit Sprachen beschäftigt, um ihr Gehirn fit zu halten, und sie hatte sich dann mit Japanisch und Chinesisch beschäftigt und war da total fasziniert davon, dass es in diesen Sprachen keinen Unterschied gibt zwischen Einzahl und Mehrzahl. Das heißt, das Wort Baum bedeutet gleichzeitig Bäume, das Wort Haus bedeutet gleichzeitig Häuser. Das Wort Wahrheit bedeutet gleichzeitig Wahrheiten. Und Frau Birkenbiel hat ja die fremden Sprachen nicht so sehr gelernt, um sie zu sprechen. In den meisten Fällen konnte sie die überhaupt nicht sprechen, weil sie sich für die Aussprache überhaupt nicht interessiert hat. Sondern sie hat diese Sprachen gelernt als Denktools, also um ihr eigenes Gehirn fit zu halten und um andere Perspektiven auf die Welt auszuprobieren. Und da war halt das mit dem Einzahl-Mehrzahl für sie so wichtig, weil sie meinte,
unsere Idee, die wir im Westen und in Deutschland haben, von die Wahrheit, das lässt sich auf Chinesisch und Japanisch überhaupt nicht denken, weil für die ist die Wahrheit eine der Wahrheiten. Und ich glaube, drum hat ihr das so gefallen, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann wieder eine tiefe Wahrheit sein. Um einfach klarzumachen, es gibt nicht die eine Wahrheit. Oder, ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, möglicherweise gibt es die eine Wahrheit, aber dann, wenn sie die gibt, dann ist sie bei Gott im christlichen Bild. Und wir können sie nicht erkennen. Ich lese mal weiter im Newsletter. Ich bin jetzt beim vorletzten Absatz von 341 und der lautet: Wahrheit entsteht nicht durch Mehrheit. Schwarmintelligenz kann auch Schwarmdummheit sein. Wenn du nur aus einer Quelle schöpfst, findest du vermutlich nicht die Wahrheit. Auch dann nicht, wenn die Quelle in den Hauptstrom fließt, in den Mainstream. Ich muss zugeben, dass mir in diesem Absatz die Bilder sehr gut gefallen haben, obwohl ich ein bisschen gemogelt habe, weil ich habe ja geschrieben, Wahrheit entsteht nicht durch Mehrheit. Und das sind auch so Sätze, die schreibe ich und denke mir dann beim Schreiben, wie philosophisch gebildet ist jetzt eigentlich mein Publikum, inwieweit kennen die eigentlich die Wahrheitstheorien. Und darum freue ich mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, da mal so ein bisschen tiefer einzusteigen an dieser Stelle und mit dir über die Wahrheit zu reden, weil es gibt eine Theorie, wodurch Wahrheit durch Mehrheit entsteht. Ich habe mir letztes Jahr mit großer Begeisterung von Richard David Precht seine Geschichte der Philosophie angehört. Ich glaube, die ist auf 5 Bände angelegt. Inzwischen gibt es 4 Bände. Der Mann kann schreiben. Und er kann die Philosophiegeschichte wirklich spannend darstellen. Also ich finde es großartig. Es ist wirklich ein Tipp, sich damit zu beschäftigen. Ich habe es als Hörbuch mir angehört und es hat auch einen guten Sprecher. Also wirklich ein Genuss. Und da hat er unter anderem auch erzählt, dass natürlich die Philosophen sind Menschen, die lieben die Wahrheit und die wollen sich der Wahrheit nähern. Und drum haben die sich auch immer überlegt, wie entsteht eigentlich Wahrheit? Und jetzt gibt es historisch gesehen 3 Wahrheitstheorien. Und wenn du genauso wie ich Psychografie-Fan bist, dann wirst du wahrscheinlich, sobald ich sowas sage wie es gibt 3 Wahrheitstheorien, sofort hochschrecken und dir denken, ui, die lassen sich bestimmt ins Psychografie-Dreieck einordnen. Und ja, lassen Sie sich auch. Historisch gesehen ist die erste Wahrheitstheorie die Korrespondenztheorie. Korrespondenz heißt, nach dieser Theorie ist das wahr, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt, also was mit der Wirklichkeit korrespondiert. Das wäre sozusagen die Idee, die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber hat halt Sinn und Nutzen, wenn sie mit dem Gebiet in der Struktur übereinstimmt. Das ist die Korrespondenztheorie. Und da hörst du schon, das ist im Erkenntnisbereich. Und dann kam vor ungefähr 150 Jahren ein anderer Denker auf die Idee und hat die Kohärenztheorie formuliert. Und das ist halt genau die Idee. Wahr ist das, was die meisten für wahrnehmen. Also in der Kohärenztheorie entsteht Wahrheit wirklich durch Mehrheit. Und das ist eine Theorie, die auch später bei Paul Watzlawick nochmal vorkommt, als Wahrheit erster und zweiter Ordnung. Dass natürlich, wenn du die Gesellschaft betrachtest, das durchaus korrekt ist. Also in einer zutiefst christlichen Gesellschaft sind die christlichen Annahmen wahr. In einer rational wissenschaftsgläubigen Gesellschaft ist Wissenschaft wahr. Und von daher hat die Kohärenztheorie wirklich einiges für sich. Natürlich braucht es immer irgendwelche Querdenker, die dann halt gegen den Stachel, oh, jetzt habe ich das Wort Querdenker gesagt, dann muss ich noch mal eine Fußnote in der Fußnote machen. Das Wort Querdenker kommt ursprünglich von Edward de Bono und er sprach von lateralem Denken. Und lateral heißt eben einfach quer. Und Edward de Bono hat dazu, ich glaube, das war in den 70er Jahren, ein wunderbares Bild entwickelt. Das geht zwar nicht hundertprozentig in Wirklichkeit, das ist ein Gedankenexperiment, aber ich erzähle es dir trotzdem. Er meinte, man stelle sich das Gehirn vor als einen großen Wachsblock, also einen Block aus Wachs. Und da würde man jetzt auf diesem Block warme oder heiße Tinte gießen. Das ist ein lustiges Bild, ne? Und diese warme Tinte fließt dann über den Wachsblock und nachdem sie warm ist, hinterlässt sie dort Rinnen. Und
Wenn ich dann immer wieder diese warme Tinte auf diesen Wachsblock gieße, dann wird das so sein, dass da, wo es schon Rinnen gibt, wird die Tinte am liebsten fließen und die Rinnen werden immer tiefer. Und so entstehen die von ihm so benannten Denkrinnen. Das war auch ein Wort, was Frau Birkbiel sehr geliebt hat, die Denkrinnen. Das heißt, bestimmte Denkwege, die wir gerne bedenken, vertiefen sich und Frau Birkenbiel hat dann auch das schöne Beispiel dafür gebracht. Das sind dann die Autobahnen im Gehirn. Und weil das halt das Denken irgendwie auch einschränkt, meinte Edward de Bono, man solle sich ganz bewusst angewöhnen, hie und da quer zu diesen Denkrinnen zu denken, also lateral. Und daher kommt die Idee des lateralen Denkens. Und das wurde dann eingedeutscht als Querdenker, also quer zu den Denkrinnen. Und wenn halt eine Gesellschaft der Kohärenztheorie folgt und Wahrheit durch Abstimmung entsteht, dann braucht diese Gesellschaft dringend ihre Querdenker. Und es ist völlig in Ordnung, wenn 80% von denen einfach kompletten Kokolores erzählen. Solange 20% von denen Dinge sagen, wo man sich denkt, ups, da ist was dran, da vielleicht sollte man sich da mal mit beschäftigen. Vielleicht ist das wahrer als wahr. Also ist völlig klar, wenn das durch Mehrheit und Abstimmung entsteht, sind wir im Beziehungsbereich und du ahnst, jetzt fehlt noch der Handlungsbereich. Und die Wahrheitstheorie im Handlungsbereich heißt Pragmatismus. Das klingt schon so nach Handlungsbereich. Und es ist ganz simpel: Wahr ist, was funktioniert. Ich lese weiter im Newsletter mit dem letzten Absatz, der lautet: Jetzt würde ich dir gerne die Liste der größten politischen Blogs empfehlen, an die ich mich damals gehalten habe. Doch die Zeiten haben sich geändert und so eine Liste findet sich nicht mehr in der Google-Suche. Ich kann dir deshalb nichts Besseres anbieten als meine Links von vor 3 Jahren im Newsletter 202. Liebe Grüße, Ralf. Ja, das finde ich selbst auch ein Phänomen. Also als ich damals diese Suche angefangen habe, nach wilden Theorien aus allen ideologischen und weltanschaulichen Ecken. Da dachte ich mir natürlich, wie fange ich jetzt an? Ich meine, ich kann ja nicht einfach ins Internet gehen und sagen, liebes Internet, bitte gib mir Verschwörungstheorien. Und ich dachte mir, dann mache ich es doch ganz einfach. Es gibt doch bestimmt irgendwo im Internet eine Liste der meistverbreitetsten politischen Blogs in Deutschland. Und ich habe ein bisschen gegoogelt und fand diese Liste auch. Eine sehr, sehr, sehr spannende Liste. Und da waren, glaube ich, von Ziffer 1 bis 50 waren da die Blogs aufgeführt. Und was ich an dieser Liste damals so großartig fand, ist, dass die wirklich kunterbunt gemischt war. Also da ging es wirklich von ganz rechts über ganz links, dann war Mainstream drin, dann waren wirklich wilde Verschwörungstheorie-Seiten drin, dann war, glaube ich, sogar eine Modeseite drin, eine Haustierseite, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Wirtschaftsseiten. Es war eine kunterbunte Mischung. Es war wirklich atemberaubend toll. Und ich habe es dann ganz ordentlich gemacht. Ich bin die Liste von oben nach unten durch und habe einfach oben angefangen, aufgemacht und Dinge gelesen. Und nachdem ich ja verschiedene Perspektiven auf einen denselben Sachverhalt üben wollte, fand ich natürlich besonders spannend, immer wenn auf diesen Seiten derselbe Sachverhalt unterschiedlich dargestellt wurde. Also wenn irgendetwas passiert ist in der Welt und die eine Seite hat das so dargestellt und die andere Seite hat das so dargestellt. Also mich hat das gefreut. Dann, als ich den Newsletter schrieb, diesen 202, also vor 3 Jahren, habe ich wieder geguckt nach diesen Listen, weil ich dachte mir, die gibt es doch vielleicht abgedatet. Und ich habe gestaunt, weil die gab es nicht mehr. Es gab noch alte Versionen, die hatten sich verändert. Die Vielfalt war weg. Es war platt gesagt so, dass eigentlich diese gesamte Liste der größten politischen Blogs bestand aus rechten, rechtskonservativen, konservativen Blogs. Das hat mich stutzen gemacht. Und die beste Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass es vielleicht ein Balancephänomen ist. Also es kann ja durchaus sein, dass es stimmt, dass die Mainstream-Medien tendenziell eher ein bisschen nach links sich bewegen und dass dann sozusagen im Internet die alternativen Medien sich ein bisschen nach rechts bewegen. Trotzdem fand ich schade, dass diese bunte Mischung, die Vielfalt, da einer einheitlicheren Linie gewichen war. Und noch 2 Jahre später war die Liste komplett weg. Also jetzt gibt es die Liste gar nicht mehr, die ist fort im Internet.
Aber du kannst sie noch die alte Liste nachgucken über die Wayback Machine, also das Internetarchiv. Vielleicht kennst du die Seite, es gibt ja eine Seite, so eine gemeinnützige oder ja, Gesellschaft, Vereinigung, die das verrückte Projekt haben, dass sie das Internet abspeichern. Also es ist so absurd, wie das klingt, die machen das wirklich, also die speichern einfach das Internet. Und das heißt, du kannst auf dieser Seite im Grunde zurückgehen auf der Timeline 15, 15, 20 Jahre. Also ich glaube, es sind inzwischen wirklich bis zu 25 Jahren, die man da zurückgehen kann und dir alte Webseiten wieder angucken, so nach dem Motto, das Netz vergisst nichts. Inzwischen vergisst das Netz ganz schön viel. Und dort findest du es. Es gibt zwei, drei Alternativen, aber die Wayback Machine, das Internetarchiv, ist, glaube ich, nach wie vor die beste und die gründlichste. Den Link darauf findest du in diesem Newsletter 202 auf Idomanto. Und falls du daran möchtest, wie gesagt, du musst einfach nur den Newsletter abonnieren, www.ralfstumpf.de/newsletter. Dann kommt eine Bestätigungs-E-Mail und in dieser Bestätigungs-E-Mail findest du den Link auf das Archiv. Und dort ist es dann der Letter 202. Damit haben wir den Newsletter 341 durch und machen weiter mit 342. Und da gibt es jetzt wirklich was zu erzählen. Newsletter 342 von Samstag, dem 23. März 2024. Ralf sucht die Wahrheit. NLP-Verschwörung und Wahrheit Teil 2. Untertitel: Erzähl mir keinen Quatsch. Nach 2 Wochen ungeplanter Newsletterpause, ja, ich hatte einen Trauerfall in der Familie, nach 2 Wochen ungeplanter Newsletterpause geht es heute weiter mit der Wahrheitsserie. Wie ich im Letter 341 geschrieben hatte, folgte ich also dem Rat von Frau Birkenbiel, mich mit Meinungen außerhalb meiner Blase zu beschäftigen, stürzte mich ins Internet und las mich kreuz und quer durch politische und weltanschauliche Blogs. Ich staunte, was es da alles gab und was da alles behauptet wurde. Wie sollte ich entscheiden, was ich davon glauben sollte? Inhaltlich hatte ich ja keine Ahnung. Und hätte ich sie gehabt, hätte sie ja auch falsch sein können. Da entdeckte ich eine neue, wunderbare Seite am NLP, NLP als Werkzeug, um die Wahrheit zu finden. Okay, vielleicht nicht die absolute Wahrheit, aber die Richtung, in welcher die Wahrheit liegt. Das mit der Richtung, in welcher die Wahrheit liegt, das wird später noch wichtig. Am Ende dieses Textes, und ich hoffe, dass ich ihn heute schaffe, gibt es nämlich noch ein Zitat von Karl Popper, in dem es genau um diese Richtung geht. Mein erstes Werkzeug war das Metamodell der Sprache. Mir fiel schnell auf, dass sich der Stil der Texte sehr unterschied. In manchen Texten waren die Sätze so geformt, dass sie mehr verbargen, als sie erklärten. Auch wenn ich selbst wenig Ahnung vom Thema hatte, konnte ich so doch erkennen, ob der Autor welche hatte. Ja, an dieser Stelle will ich mal so ein bisschen tiefer gehen in das, was ich da gemacht habe, weil ich glaube, das ist für NLPler wirklich spannend. Also Bandler und Grinder haben ja angefangen, ihre wunderbare Arbeit für die Welt zu machen mit diesen Büchern, die Struktur der Magie, Band 1 und 2, indem sie das Metamodell der Sprache vorgestellt haben. Da hieß NLP noch gar nicht NLP. Und die Grundidee war: Worte sind eine Landkarte, Worte sind eine Oberflächenstruktur und darunter liegt eine Wirklichkeit, darunter liegt ein Gebiet. Das ist die Tiefenstruktur und das ist WAKOG. Und natürlich ist es so, dass kein Text das WAKOG, das ihm zugrunde liegt, vollständig wiedergeben kann. Das geht einfach nicht. Aber man kann das mehr oder weniger zeigen. Und wenn du mit dem Metamodell ein bisschen vertraut bist, dann wirst du irgendwann auch beim Lesen von Texten oder beim Hören von Texten, dann läuft das so halbautomatisch mit und ploppt dir vielleicht irgendwann ins Bewusstsein auf. Wenn du irgendwas entdeckst, wo du denkst, das ist aber jetzt komisch. Und dann fährt das WAKOG-Modul komplett hoch und du überlegst dir halt mal, was steht da eigentlich gerade? Und ich will dir das Ganze mal zeigen an einem Beispiel von einem Text, den ich gestern oder vorgestern gelesen habe. Der kommt aus der Taz, der Tageszeitung. Das ist ein Text, der erst erschien am 10.04. Ich habe ihn aber erst, glaube ich, erst am 11. oder 12. gelesen. Und zwar geht es da um einen Vorfall in der U-Bahn, wo ein Fahrgast etwas erlebt hat und das hinterher gemeldet hat, der BVG, und meinte, das wäre eine rassistische Diskriminierung gewesen. Darüber geht dieser Text. Und
In diesem Text kommt ein Absatz vor, den lese ich dir jetzt einfach mal vor und dann gucken wir mal, was es da für einen Warguck gibt. Also, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei der BVG. Ach übrigens, BVG sind die Berliner Verkehrsbetriebe, also Berliner Verkehrsgesellschaft, also U-Bahn, Straßenbahn, Busse und sowas. Okay, nochmal. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei der BVG. Laut Senatssozialverwaltung gingen 2023 bei der Ombudsstelle für das Landesantidiskriminierungsgesetz, LADG, 51 Beschwerden über diskriminierendes Verhalten durch BVG-Mitarbeitende ein. In diesem Jahr waren es bislang 7. Rund ein Viertel davon betraf rassistische Diskriminierung. Auch zu dem Vorfall von Montag liege bereits eine Beschwerde vor, teilte Sprecher Stefan Strauß auf Taz-Anfrage mit. Zitat Ende. Jetzt, das ist ja ein Stückchen Text mit Zahlen. Das hast du bestimmt auch gemerkt. Und jetzt gibt es ein paar Grundregeln. Und eine Grundregel ist, werde stutzig, wenn ohne besonderen Hinweis und Grund in einem Text plötzlich gewechselt wird von absoluten auf relativen Zahlen oder andersrum. Das heißt, wir haben 2023 51 Beschwerden, wir haben 2024 bis jetzt 7 Beschwerden und ein Viertel. Warum geht das jetzt hier auf ein Viertel? Und da stutzte ich, habe überlegt, Moment mal, ein Viertel von 7. Ein Viertel von 7. Das ist 1,75. Und da steht rund ein Viertel, also 2. Und wenn hier steht, auch zu dem Vorfall von Montag liegt bereits eine Beschwerde vor, kann man vermuten, das war jetzt die zweite. Und das finde ich dann schon spannend, mir so einen Warguck zu überlegen. Also letztes Jahr gab es 51 Beschwerden, dieses Jahr gab es 7 Beschwerden. 2 davon betreffen rassistische Diskriminierung. Dann stutze ich beim nächsten Mal. Moment, es gibt im Augenblick in diesem Jahr 7 Beschwerden. Der Text ist vom 10. April, Januar, Februar, März, ein Vierteljahr, 7, 14, 21, 28. Dieses Jahr gibt es also dann hochgerechnet vermutlich um die 28 Beschwerden. Letztes Jahr waren es 51. Hui, das hat sich ja annähernd halbiert. Wow. Und dann kam mir noch ein Gedanke. 51, ist das eigentlich viel oder wenig? Warguck, Warguck. 51 Leute kann ich mir vorstellen, das ist so ein größerer Raum. Ich habe schon Vorträge gehalten vor 50 Leuten, habe also ungefähr eine Idee davon. Aber wie viele Leute fahren eigentlich BVG so im Jahr? Kurze Google-Suche und 2023 waren das ungefähr 1 Milliarde Fahrgäste, die die BVG hatte. Okay, 51 von knapp 1 Milliarde, wobei in einem Text heißt es 960.000, im anderen Text ist 1,05 Milliarden, sagen wir mal ungefähr 1 Milliarde. Okay, in dem Text sind 2 absolute Zahlen, 51 und 7 und eine relative Zahl. Wir könnten sie ja mal umdrehen, dann bleibt doch die gleiche Information erhalten. Also, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei der BVG. Laut Senatssozialverwaltung gegen 2023 bei der Ombudsstelle für das Landesdiskriminierungsgesetz, LADG, 1/20-Millionstel Beschwerden von allen Fahrten über diskriminierendes Verhalten ein, weil 51 von 1 Milliarde ist 1/20-Millionstel. In diesem Jahr hat sich die Zahl fast halbiert, 2 davon betrafen rassistische Diskriminierungen. Ich finde, obwohl sich jetzt von den Tatsachen nichts verändert hat, klingt das doch irgendwie anders. Wenn ich davon ausgehe, dass es auch in diesem Jahr ungefähr 1 Milliarde Fahrgäste sind, wobei die Zahlen eher am Steigen sind, habe ich gegoogelt, bedeutet das, dass im ersten Quartal 250 Millionen Fahrten waren und davon 2 rassistische Vorfälle. Also ich will in keiner Weise sagen, dass das jetzt irgendwie toll ist. Ich schätze mal, jeder von diesen Vorfällen ist einer zu viel, wie man so schön sagt. Trotzdem fragt man sich, wenn man die Zahlen umrechnet, ist das wirklich eine Nachricht? Und das meine ich mit dem, was Bandler und Grinder meinten mit Warguck. Also sich einfach zu überlegen, wenn da so ein Text, was drinsteht, gerade bei Zahlen, dass man sich davon mal wirklich innerlich ein Bild macht. Dass man sich überlegt, was genau steht da eigentlich?
was genau bedeutet das eigentlich und wirklich das Ganze innerlich sich vorstellt. Also ich muss zugeben, ich kann mir eine Milliarde Menschen nicht vorstellen. Da fehlen mir die inneren Bilder. Okay, 50 kann ich mir vorstellen. In Berlin wohnen, je nachdem, ob man die Besucher mitzählt, so 3 bis 5 Millionen Leute. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber selbst davon hätte ich eine Idee, dass auch von diesen 3 bis 5 Millionen 51 Vorfälle eher nicht so viel ist. In Deutschland wohnen, glaube ich, knapp 90 Millionen. Okay. Jetzt reden wir über 900 Millionen, also 10-mal Deutschland, und da gibt es 50 Vorfälle. Das meine ich mit WAKOK. Und wenn angenommen, man wollte jetzt so einen Text so schreiben, dass man wirklich informiert, dann könnte man vielleicht schreiben, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, BVG hat letztes Jahr 1 Milliarde Fahrgäste befördert, in 50 Fällen gab es Beschwerden, dieses Jahr sind es im ersten Quartal 7 Fälle, also zu erwarten ungefähr 28. In 2 davon lag es an rassistischer Diskriminierung. Wobei es ja hier immer nur um die Beschwerden geht, ist ja noch nicht klar, wie die Beschwerden überhaupt beschieden werden. Aber ich glaube, sobald man das so formuliert, merkst du, jetzt fragt man sich wirklich, wo ist eigentlich die Nachricht bei der Nachricht? Und so, glaube ich, kann man mit dem Metamodell, indem man von dem Thema gar keine Ahnung hat und gar keine Ahnung haben muss, kann man doch einfach mitkriegen, die Person, die das schreibt, und zwar, wer hat denn das hier geschrieben? Das hat hier geschrieben Marie Frank, Leiterin der Taz Berlin, und Claudius Prösser, Redakteur der Taz Berlin. Die beiden haben das geschrieben. Wollen die informieren? Wollen die irgendwelche Tatsachen und Fakten rüberreichen? Oder inwieweit wollen die da vielleicht manipulieren? Wobei die Frage ist natürlich unfair, weil jeder will manipulieren. Es gibt ja im Grunde keine Möglichkeit, eine Information darzustellen, dass sie nicht ein bisschen manipuliert. Was ich später noch in dem Newsletter schreibe, für mich ist es auch eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, kommt das nicht sogar noch in dem 342er, wo wir gerade unterwegs sind? Ja, da kommt das auch noch. Für mich ist da ein bisschen die Frage auch, inwieweit gibt mir jemand Quellen an, inwieweit kann ich weiter recherchieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob ich ein bisschen merkwürdig, vielleicht sogar verrückt bin, so nach dem Motto, Ralf, du kannst doch nicht, wenn du irgend so einen Text liest, dann immer hinterher WAKOK machen, nachrechnen, Taschenrechner nehmen und eine Google-Recherche machen. Nein, das tue ich ja auch nicht. Das tue ich ja auch nicht. Manchmal tue ich es. Manchmal tue ich es wirklich. Also ich lese wirklich sehr viel. Ich habe mir das beibehalten durch dieses, nachdem ich da vor vielen Jahren angefangen habe, mich durchs Internet zu bewegen, weil es mir halt auf so vielen Ebenen gleichzeitig Spaß macht. Also zum einen ist es so, dass mich die Inhalte der Texte durchaus interessieren, aber dann interessiert mich auch die Weltanschauung, die politische Richtung, die dahinter steht, das Weltbild. Mich interessiert die Argumentationsstruktur. Ich lese das Metamodell noch mit. Diese ganzen Sachen finde ich total spannend. Das ist für mich ein ständiges, tägliches NLP-Üben. Und was diese kurzen, kleinen Texte, ich meine, das sind ja meistens so Artikelchen, halt so schön bieten, die passen irgendwo mal zwischendurch rein. Ich habe nie das Gefühl, dass wenn ich die nicht alle lese, würde ich irgendwas versäumen. Es ist so ein bisschen zwischendurch mal so ein kleines NLP-Update. Wie gut denn das Denken funktioniert, wie gut denn das WAKOK funktioniert, wie gut denn die Übersetzung funktioniert. Und wie gesagt, manchmal entdecke ich Stellen, wo ich mir denke, ui, da würde ich aber gerne weiter recherchieren. Und so kommt es zu sowas wie jetzt halt bei diesem kleinen Taz-Text mit den Zahlen. Und du ahnst es wahrscheinlich, wenn man sowas ab und zu mal macht, und mit ab und zu meine ich vielleicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, es sind ja Muster, die sich wiederholen. Das heißt, wenn du sowas ein, zweimal die Woche machst, wirst du erstaunlich schnell ein gutes Gefühl bekommen. Du wirst bestimmte Muster wiedererkennen, zum Beispiel halt dieses Wechsel von absoluten auf relative Zahlen. Das ist normalerweise ein Hinweis auf, ich will nicht sagen absichtliche Manipulation, aber ich schätze mal, die haben das geschrieben, den Texten haben gemerkt, oh, das klingt aber doof mit den beiden Vorfällen, kann man das nicht irgendwie anders darstellen? Also ja, Gott, es ist dann wirklich Manipulation. Das heißt, bestimmte Dinge wiederholen sich ja. Und das übt sich dann, und das Erstaunliche ist, dass
Dann, wenn man das alles rausliest, also weglesen kann, entfernen kann aus dem Text, dann bleiben ja wirklich Informationen übrig. Dann bleiben ja wirklich sehr spannende Informationen übrig. Und wenn du dann halt noch über einen und denselben Vorfall in zwei oder drei Quellen liest, also Taz und vielleicht halt noch ein paar andere Online-Portale, die es gibt, dann entsteht irgendwann so ein Bild, weil ich gehe mal einfach davon aus, da bin ich, da glaube ich an das Gute im Menschen, ich gehe mal davon aus, dass niemand von denen wirklich dreist lügt, sondern dass die alle halt diesen Sport machen, wie kann ich die Wahrheit so darstellen, dass sie gut klingt. Und das hat ja der Text auch gemacht, da war ja nichts drin, was falsch gewesen ist. Und wenn du halt dann zwei, drei Texte liest zu einem Thema, dann kannst du rückschließen, was möglicherweise vielleicht wirklich passiert ist. Ich lese mal weiter. Und Sprache verrät noch viel mehr. Ich achtete auch auf die Argumentationsstruktur. Wenn mich ein Text zu einer bestimmten Schlussfolgerung bringen will, dann erwarte ich, dass er den Weg dorthin in nachvollziehbaren Schritten geht. In vielen Texten fand ich aber riesige Logiklöcher, unbelegte Behauptungen und seltsame Vorannahmen. Nein, so etwas überzeugt mich nicht. Da steige ich jetzt mal nicht tiefer ein, aber einfach als Hinweis, das ist natürlich jetzt dann ein Sleight-of-Mouth-Pattern aus dem NLP. Und dann gab es dann noch die Texte, ich lese weiter, und dann gab es dann noch die Texte, die mich komplett verwirrten. Die las ich mit Interesse, folgte der Argumentation und plötzlich war der Text zu Ende. Für mich war das Einleitung und ich dachte, jetzt kommt's. Aber es kam nicht. Solche Texte lassen mich bis heute ratlos. Ja, das war wirklich, ehrlich gesagt, das erste Kriterium, bei dem ich so richtig hochgeschreckt bin, weil ich gemerkt habe, das hat, glaube ich, mit bestimmten weltanschaulichen Richtungen zu tun. Also zum einen schon auch die Frage, wenn da so ein Text irgendwas behauptet, inwieweit wird das begründet? Das finde ich eine sehr nachvollziehbare Frage. Also da behauptet einer was, begründet der mir das in irgendeiner Art? Aber halt noch mehr dieses, ich habe da oft Texte mit großem Interesse gelesen, ich fand die gut geschrieben, ich fand das eine spannende Argumentation und dann hört das plötzlich auf. Wo ich dachte, jetzt kommt es eigentlich. Aber es hörte auf. Und wenn du vielleicht auch manchmal so Texte liest, dann kannst du ja, bei den meisten Texten, wenn man die anfängt, weiß man ja nicht, wie lang die sind. Es gibt bestimmte Webseiten, da gibt es oben einen Fortschrittsbalken, aber den kannst du meistens nicht gebrauchen, weil der oft noch die Werbung und die Kommentare mit beinhaltet. Außerdem guckt man da eh nicht hin. Das heißt, du liest ja so einen Text und weißt nicht, wie lange der geht. Und du kannst ja mal gucken. So nach den ersten ein, zwei Absätzen entwickelt man ja eigentlich so ein unbewusstes Gefühl. Wie tief wird der Text gehen? Wie lange wird er gehen? Und dann ist mir halt aufgefallen, dass vor allem aus einer bestimmten Richtung die Texte für mich immer irgendwie abbrechen, da wo es spannend werden würde. Gut, ich lese mal weiter. Ein Text ist ein Dialog zwischen Autor und Leser. Als Leser werde ich gerne respektvoll und auf Augenhöhe behandelt. Dazu gehört für mich, dass mir der Autor hilft, seine Behauptungen zu überprüfen. Konkret heißt das, dass ich Quellenangaben schätze. Ich mache hier mal einen kleinen Einschub. Also die Idee, dass ein Text, ein Dialog zwischen Autor und Leser ist, die habe ich von Klaus Marwitz aus dem Seminar Alpha Reading. Da waren Übungen drin, die haben mich bis heute geprägt. Und die Übung, auf die das zurückgeht, ist folgende Übung. Klaus Marwitz hat damals in diesen Alpha Reading Seminaren gesagt, er hätte jetzt einen Experten mitgebracht, einen unfassbar guten, weltbesten, absurd teuren Experten, der nimmt 5.000 Euro pro Stunde und der würde uns jetzt hier Rede und Antwort stehen und wir können ihn alles fragen, was wir ihn fragen wollen, sprach's und setzte ein Buch auf den Stuhl. Wir guckten alle ein bisschen komisch und dann meinte er, die meisten Leute nähern sich so einem Buch und sagen dem Buch, na dann erzähl mal. Dann sagt das Buch, ja, was denn? Und dann sagt der Leser, na, alles. Wie alles? Naja, von Anfang an. Das heißt, Klaus Marwitz meinte, die meisten Leute haben gar keine Fragen an das Buch, die wollen gar keinen Dialog mit dem Buch, die wollen gar nicht was Bestimmtes wissen, die wollen sich eigentlich mehr so besäuseln lassen von dem Buch. Und seine Idee war halt, dass ein Buch im Grunde ein Gesprächspartner ist. Das heißt, ich gehe mit bestimmten Fragen an das Buch ran, die ich mir im Idealfall auch vorher aufschreibe, meine Fragen, und gucke dann in dem Buch die Antwort auf die Frage zu finden. Und dann, es ging um Alpha-Lesen, also um schnell lesen. Ja, wenn ich die Antwort habe, höre ich auf.
Und das ist oft so erstaunlich, wenn du wirklich, kannst du mal probieren, das ist eine der einfachsten und beeindruckendsten Schnelllesetechniken. Du nimmst dir so ein Buch in die Hand, irgendein Fachbuch zum Beispiel, bei Romanen klappt das nicht so gut, irgendein Fachbuch. Und also ich schätze mal, es würde dich interessieren, das Fachbuch. Und wenn es dich interessiert, heißt es ja wahrscheinlich, du hast eine Frage an das Buch, weil sonst hätte es dich ja nicht interessieren. Und dann formulier mal die Frage. Also schreib mal die Frage wirklich auf, ich möchte wissen, und dann schreibst du das. Und dann nimmst du das Buch in die Hand und wenn du wirklich mutig bist, fängst du einfach an, durch das Buch wild durchzublättern. Also du liest es nicht, du blätterst dadurch. Mit der Frage im Herzen und im Sinn. Und vielleicht bleiben deine Augen irgendwo plötzlich kleben. Und du liest die Stelle und du stellst fest, ups, da steht ja die Antwort auf meine Frage. Ei. Und dann bist du fertig. Plötzlich hast du ein Buch in 3 Minuten gelesen. Und ich fand damals bei Klaus Marwitz sehr spannend. Wir haben dieses Seminar besucht. Also ich habe das Seminar besucht, das war halt eine Seminargruppe. Und beim ersten Mal, das war da, wo ich ihn wirklich kennengelernt habe, ich kannte ihn da noch nicht, da war er für mich halt einfach ein Trainer. Hinterher haben wir uns dann angefreundet, waren dann also wirklich, war ein ganz toller Kontakt, war eine ganz tolle Freundschaft mit Klaus Marwitz. Mich unglaublich davon profitiert und würde mich freuen, wenn er auch davon profitiert hat. Ich weiß es nicht, er ist inzwischen tot. Jedenfalls, die letzte Übung in dem Seminar war immer so, dass wir in einer Stunde 8 Bücher bearbeitet haben. Also in dem Seminar hieß es statt lesen immer bearbeiten. Indem man eben sich einen Stapel Bücher nimmt, er hat vorgeschlagen, es könnten so ungefähr 8 Stück sein, 5 bis 8, und eine bestimmte Frage hat, wo man sagt, zu dieser Frage könnten mir die Bücher helfen. Dann wird die Frage formuliert und dann werden die Bücher bearbeitet. Und ich hatte halt diese 8 Bücher und hatte eine Frage und habe die bearbeitet. Und jetzt bin ich ja ein neugieriger Mensch. Das heißt, ich habe ein Buch, das war von Richard Dawkins, das weiß ich noch. Das hatte ich dabei und ich habe das auch in dieser 1 Stunde als eines der 8 Bücher mit bearbeitet und habe da wichtige Informationen rausgenommen, habe das in meine Mindmap und in meinen Präsentationstext mitverarbeitet, war alles ganz schön. Und dann bin ich ja neugierig und wollte wissen, ja, habe ich jetzt eigentlich wirklich alles gelesen, was in dem Buch drin ist? Klare Antwort, nein, habe ich nicht. Aber habe ich alles Wichtige gelesen? Also habe ich mich hinterher nochmal hingesetzt und habe das gesamte Buch Seite für Seite von vorne bis hinten durchgelesen. Und ich kann dir sagen, es war so unfassbar langweilig, weil wirklich, ich wollte es ja erst nicht glauben, aber seitdem glaube ich das. Ich hatte alle für mich relevanten Stellen, alles, was in dem Buch für mich wichtig war, hatte ich gefunden, hatte ich gelesen. Und die ganzen Styroporkügelchen, die noch übrig waren, also der Verpackungsschaum, die das aufgepolsterte, ja, das hatte ich überlesen. Also das Tolle an Alpha Reading ist, dass du mit der Technik die relevanten 2, 3% in einem Buch, die für dich wirklich wichtig sind, die dir wirklich was sagen, die findest du blitzschnell und die irrelevanten 95, 96, 97%, die überliest du eben einfach. Frau Birkenbiel hat ein ähnliches Talent. Ich habe es so bewundert, dass die in ihren Seminaren immer wieder mal über bestimmte Bücher geredet hat. Dann hat sie so ein Buch genommen und hat aus dem Buch 2, 3, 4 wichtige Sachen referiert, zum Teil auch zitiert, jedenfalls kurz gesagt, was da drin ist. Und ich habe dann hier und da mal mir so ein Buch, weil ich dachte halt, das ist ein Tipp von ihr, das ist eine Empfehlung. Habe ich mir das Buch besorgt, habe das hinterher durchgelesen und dachte mir, mein Gott, ist das langweilig. Die einzigen wirklich spannenden Stellen hatte Frau Birkenbiel bereits erzählt. Also die hatte eine so unglaubliche Begabung, dass sie wirklich die zentralen und wichtigen Stellen beim Buch rausgefunden hat und die dann auch genannt hat. Das war Frau Birkenbiel. Das heißt, für mich ist ein Text ein Dialog zwischen dem Autor und dem Leser. Und da freue ich mich auch, wenn dieser Autor mich irgendwie, wie ich schon geschrieben habe, auf Augenhöhe behandelt. Also wenn ich das Gefühl habe, der mag mich, der sieht mich und der hält mich irgendwie für ebenbürtig. Konkret heißt das, dass ich Quellenangabe schätze. Ich mag es nicht, wenn über ein Ereignis geschrieben wird und mir überdies noch vorgeschrieben wird, was ich über dieses Ereignis zu denken hätte, ohne mir die Gelegenheit zu geben, mir ein eigenes Urteil zu bilden. Wenn da zum Beispiel ein Treffen stattgefunden hat, auf dem jemand einen Vortrag gehalten hat und dieser jemand diesen Vortrag hinterher ins Netz gestellt hat, dann finde ich es fair, wenn mir diese Quelle genannt und verlinkt wird, sodass ich den Vortrag selbst ansehen und mir mein eigenes Urteil bilden kann. Welches Bild hat ein Autor von mir, wenn er meint, mich vor der Information bewahren zu müssen, die er selbst für seinen Text genutzt hat? Nein, so mag ich nicht behandelt werden.
Ja, ich weiß, es ist vielleicht jetzt eine etwas heikle Stelle, weil du wirst ahnen, das geht über dieses Potsdam-Treffen, auf dem Martin Sellner gesprochen hat. Das war natürlich ein Thema, was mich auch sehr interessiert hat, wie wird das von allen möglichen Seiten dargestellt. Und das war ja im Grunde in jeder Online-Seite wurde darüber ja groß berichtet und logischerweise dem Thema geschuldet, wurde natürlich sehr unterschiedlich darüber berichtet. Und gerade wenn unterschiedlich berichtet wird, bin ich ja sehr neugierig und frage mich ja, wie war es denn wirklich in Anführungszeichen und habe dann also rumgegoogelt, wobei nee, mit Google kommst du da nicht weiter, da brauchst du andere Seiten. Also habe dann recherchiert und habe irgendwann gemerkt, ach guck mal, der Martin Sellner hat ja diesen Vortrag, den er dort gehalten hat, hinterher nochmal bei sich zu Hause gehalten und hat ihn aufgezeichnet und hat ihn ins Netz gestellt. Das ist ja nett von ihm. Natürlich muss man dazu sagen, dass ganz klar ist, dass sollte der da in Potsdam nebenbei zwei, drei Hammersprüche rausgehauen haben, die wirklich heikel sind, gehe ich mal davon aus, dass diese zwei, drei Hammersprüche nicht in dem anschließenden Video mit drin sind. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass es hundertprozentig genau das ist, was er dort gehalten hat, aber ich glaube, es ist zumindest mal näherungswert. Also das Video gibt's. Wenn du ein bisschen suchst, findest du es auch im Internet. Es ist übrigens in einer ganz grottenschlechten Aufnahmequalität, weil ihm die Technik ein bisschen schief gegangen ist. Das heißt, man sieht die Folien, man sieht aber irgendwie ihn immer nur halb. Und ich habe mir das angeguckt. Im schnelleren Tempo. Ist ein Österreicher, der spricht gemütlich. Und ich fand es interessant. Also ich fand es überhaupt nicht skandalös oder spektakulär. Ich fand es jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist der Mann, dem ich folgen will. Es waren einfach halt, es ist eine Meinung zu bestimmten Themen und Leute dürfen ja Meinungen haben. Was mich viel mehr an dieser Stelle eben so ein bisschen anstupst, ist zu merken, dass in fast allen Texten und vielleicht sogar in allen Texten wurde über die Sache geredet. Es wurde über den Vortrag geredet. Und warum darf ich mir keine eigene Meinung bilden? Es ist doch eigentlich jetzt nicht so schwierig, rein theoretisch, wenn der darüber schon ein Buch geschrieben hat und ein Video gemacht hat, darauf zu verlinken. Aber natürlich kommt jetzt genau der Einwand, dass man ihn ja damit bekannt machen würde. Das ist in meiner Welt kein Einwand, weil ich mir denke, bekannt macht ihr ihn sowieso gerade. Das Buch steht in der Bestsellerliste ziemlich weit oben. Es wird quasi gerade nur unterschieden zwischen den Leuten, die im Internet recherchieren können und denen, die das nicht können. Das ist eine etwas unfaire Art der Unterteilung, weil am Ende kann es doch jeder finden, der es finden will. Und für mich ist der entscheidende Punkt der, den ich am Ende geschrieben habe. Welches Bild hat ein Autor von mir, wenn er meint, mich vor der Information bewahren zu müssen, die er selbst für seinen Text genutzt hat? Ich habe darüber wirklich lange nachgedacht, weil diese Autoren, die diese Texte geschrieben haben, vor allem die, die den Martin Sellner bekennend nicht mögen, ich glaube, viele von denen haben sich dieses Video angeguckt und einige haben vielleicht sogar das Buch gelesen, weil sie berichten ja drüber. Also in puncto Recherche wäre das Gegenteil fast noch schlimmer, wenn sie es nicht geguckt und nicht gelesen hätten und trotzdem eine Meinung darüber abgeben. Also ich gehe mal davon aus, sie haben sich damit beschäftigt und haben das geguckt oder gelesen. Und sie sind deswegen ja nicht dem Teufel verfallen. Also ja nicht so, dass sie daraufhin komplett gehirngewaschen wie Zombies durch die Gegend torkeln und völlig andere Sachen glauben. Das heißt, diese Menschen haben ja von sich selber auch das Bild mit Recht, dass sie ein, ich sag mal, ideologisches Immunsystem haben, also dass sie die Spreu vom Weizen unterscheiden können, dass sie stark sind, dass sie gebildet sind, dass sie urteilsfähig sind, dass sie das drauf haben, was halt die Werte der Aufklärung sind nach Immanuel Kant, traue dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also ich schätze mal, die haben dieses Bild von sich und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, stimme ich dir zu, gönne ich dir von Herzen und übrigens, ich sehe mich auch so. Das heißt, natürlich, gerade als NLPler traue ich mir auch zu, dass ich Informationen einordne und dass ich da nicht so wie so ein armes, gehirngewaschenes Hasi rumlaufe und kaum flüstert mir irgendeiner ideologische Gedankenviren ins Ohr, bin ich dann sofort befallen davon und wechsle meinen ganzen Glauben. Das ist doch Blödsinn, um es mal mit Verlaub zu sagen. Das heißt, mein Bild von mir ist, dass ich auch imstande bin, solche Informationen zu verarbeiten. Und an dieser Stelle gefällt es mir nicht, mir klarzumachen,
dass da irgendjemand das Gefühl hat, so als wäre es mein Papa oder meine Mama, mich vor den bösen, bösen Informationen, die da draußen lungern, bewahren zu müssen. Und drum ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich Texte im Internet lese, inwieweit mir diese Texte das selber weiter recherchieren erleichtern oder inwieweit sie es mir erschweren. Und manchmal wird es sogar dahingehend erschwert, dass über Leute berichtet wird und von diesen Leuten noch nicht mal die Namen genannt werden. Dann wird es wirklich tricky zu recherchieren, weil wenn mich einer informieren will, macht er mir es leicht, weiter zu recherchieren, was ich ja in 99% der Fälle sowieso nicht tue. Ich habe hier auch nicht die Zeit dafür, aber wenn ich es halt mal will, kann ich halt weiter recherchieren. Und wie gesagt, er macht mir es leicht oder er macht es mir schwer. Und da muss ich leider sagen, dass die Mehrheit der Texte macht es eher schwer. Und auch da sehe ich eher auch so ein bisschen eine Tendenz, von welchen Seiten man die Texte liest, dass auf der einen Seite mehr Quellen angegeben werden, auf der anderen Seite werden weniger Quellen angegeben. Das sind alles Kriterien, wie du merkst, die unabhängig vom Inhalt des Textes sind. Das war ja was für mich damals spannend war. Also, das ist ja der Sinn dieser Newsletter-Reihe, dass ich mich halt mit diesen Texten beschäftigt habe und ich hatte keine Meinung, oder besser gesagt, ich war mir als NLPler, der ja Ahnung hat von Glaubenssätzen, war ich mir bewusst, dass die Meinung, die ich habe, ist im Grunde eine traditionelle Meinung. Ich habe mir halt irgendwann mal eine politische Meinung gebildet in meiner Jugend und habe die im Grunde nie abgedatet, weil mich ab dann Politik nicht mehr interessiert hat. Das heißt, das lag da noch so als Erinnerungsstück in der Innenwelt rum und ich war relativ schlecht informiert über die Sachen, die in der Welt passieren und habe dann halt diesem Birkenbielschen Rat gefolgt und dann braucht man natürlich irgendein Werkzeug, um festzustellen, ja, jetzt wenn ich da von allen Seiten bequatscht werde mit dem, wie die Welt wirklich ist und ich habe recht, aber die anderen haben nicht recht, brüllen alle Seiten, wie finde ich denn meinen Weg? Und da war ich wirklich, ich war so stolz auf NLP, ich war so stolz auf Bandler und Grinder. Und deswegen nochmal die drei Sachen zusammengefasst. Mitdenken im Sinne von Visualisieren, im Sinne von das Vakuum machen, also sich einfach überlegen. Das steht ja schon in den ersten NLP-Büchern. Ich weiß noch, da war der Beispielsatz, das Kind hatte einen schlimmen Unfall. Und in dem Buch steht schon, es kann sein, dass das Kind einfach gestolpert ist und sich irgendwie an einem Stuhl das Schienbein aufgeschlagen hat und da kommt ein bisschen Blut raus. Oder es halt irgendwie zermatscht unterm Bagger liegt, platt gesagt. Also die Frage, was ist ein schlimmer Unfall, ist schon sehr. Ja, da gibt es einen ganz großen Bereich, was da alles drin vorkommen kann, was schlimm und was nicht schlimm ist. Das ist halt Tiefenstruktur und Oberflächenstruktur. Und das hatten Bandler in den 70er Jahren geschrieben. Und darum ist es eine gute Übung, die man eigentlich in der Schule mit den Kindern machen könnte. Du nimmst dir irgendeinen Satz aus irgendeiner Nachricht und überlegst dir drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten. Was könnte denn da dahinter stehen? Ich meine, wir können ja nochmal zurückgehen zu dem Taz-Artikel. Also es gab da einen diskriminierenden Vorfall mit rassistischem Hintergrund. Du kannst das googeln. Du kannst einfach auf die Taz gehen und diesen Text finden. Dann wirst du auch sehen, was da passiert ist. Aber sich einfach klarzumachen, das sind jetzt zwei gewichtige Worte. Diskriminierung und Rassismus, das sind Triggerworte. Ja, was kann da alles sein? Das ist ein Riesenbereich von Möglichkeiten. Und sich da auch klarzumachen, dass natürlich aufgrund von Prägung und ähnlichen Sachen, wer denn bestimmte Gedanken zuerst in deinen Kopf kommen. Also es gibt ja da so ein WAKOG-Speicher, Timeline, Erinnerungsrepertoire, da ploppen dann halt bestimmte Dinge hoch. Und ich lese ja auch sehr gerne Texte, wo es über Medizin geht. Und auch da ist es so, dass zum Beispiel, wenn du liest, da ist irgendeine Krankheit und sagen wir mal, in einem von 1000 Fällen gibt die Symptome und in einem von 1000 Fällen, wo die Symptome gibt, gibt die ganz fürchterlich schreckliche Symptome. Und dann gibt es dann zum Beispiel einen Text, wo diese fürchterlich schrecklichen Symptome beschrieben werden. Und die beiden Zahlen werden genannt. Einer von 1000, einer von 1000. Das heißt, in einer von 1 Million Fällen gibt es dann diese ganz schrecklichen Symptome. Aber nachdem diese ganz schrecklichen Symptome also wirklich bildhaft beschrieben werden,
Wird es bei den meisten Leuten natürlich erstmal der Gedanke sein, dass in einem von 1000 Fällen gibt es diese schrecklichen Symptome, dabei ist es nur in einer von einer Million. Und es könnte sein, dass wenn 1000 Leute irgendwelche Symptome entwickeln, dass 990 von denen vielleicht irgendwie einen leichten Schnupfen haben oder irgendwie sowas in der Richtung. Auch das sind so eine klassischen Manipulationsmethoden, mit denen man sich beschäftigen kann und mit denen man sich als NLPler auch beschäftigen muss, weil das gilt natürlich auch im Coaching. Also wenn einer ins Coaching kommt und der erzählt dir seine Themen, dann ist das ja im Grunde das Gleiche, was die auf den Nachrichtenwebseiten machen. Der stellt dir auch einfach seine Art der Wahrheit dar und du musst dann halt mit dem Metamodell gucken, dass du darunter die, na nicht die Wahrheit findest. Die Wahrheit in dem Sinne gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, aber mal schaust, welches Wagok könnte denn dem zugrunde liegen. So, ich habe dann den Text noch abgeschlossen mit dem schönen Satz: Ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen. Das ist ein Zitat von Karl Popper und dieses Zitat habe ich vor ein paar Jahren gefunden in einer Vorlesung von Karl Popper und es hat sich für mich zu einem der wichtigsten Zitate überhaupt, Leitsprüche überhaupt in meinem Leben entwickelt. Weil ich finde das so schön, diese Einstellung. Ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit. Aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Es gibt so eine schöne Variation dieses Satzes von Ken Wilber. Niemand irrt zu 100%. Da ist die Idee, jeder Mensch, und sei er noch so verrückt, hat ein Stückchen der Wahrheit, ein Puzzlestück der Wahrheit, das hast du nicht. Vielleicht können wir zusammenlegen und selbst wenn du 100 Teile von dem Puzzle hast, aber der andere hat das eine entscheidende Teilchen, könnte sein, dass genau das das entscheidende Teilchen ist, was halt das Bild entscheidet. Und von daher, Und noch eine andere Variation des Satzes ist von Robert Anton Wilson, der hat es in die andere Richtung formuliert und meinte, nur der Wahnsinnige ist sich absolut sicher. Da war ich ja im vorletzten Podcast, wo ich erklärt habe, was aus Sicht von Jordan Peterson der Teufel ist. Teufel ist halt der, der sagt, ich weiß alles. Und darum ist die Idee, ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen, ist für mich ein wunderschöner Satz. Und wenn man den analysiert, ich habe ja auch mal einen Newsletter darüber geschrieben, der trägt den Titel, wie der NLPler liest. Und da geht es genau um diesen Karl Popper Text, wo ich den halt auf den logischen Ebenen analysiere. Und deshalb an diesem Text so spannend finde, dass das für Karl Popper, der ziemlich sicher ein Erkenntnistyp war, scheinbar überhaupt nicht schlimm ist, dass er die Wahrheit nicht kennt und sich halt immer wieder auch mal irrt. Und gerade als Beziehungstyp wundert man sich da vielleicht, wie kann das sein, dass es dem Karl Popper so überhaupt nicht fertig macht, dass er nicht die Wahrheit kennt und sich irrt. Und wenn du den Text liest, über den ich wie gesagt auch ein Newsletter geschrieben habe, dann wirst du merken, es sind zwei Tricks, die Karl Popper macht. Der eine Trick ist, dass er sich nicht mit seiner Wahrheit verwechselt. Das heißt, ich würde es jetzt im Modell der logischen Ebenen so darstellen. Für ihn ist die Wahrheit, was das findet, auf Ebene 4 statt. Also ist eine innere Landkarte. Und er ist darüber auf Ebene 5. Das heißt, er hat eine bestimmte Wahrheit. Oder er würde jetzt in meinen Worten sagen, ich habe eine Wahrheit, aber ich bin nicht diese Wahrheit. Das heißt, dass er das einfach nicht persönlich nimmt, wenn er sich da verirrt. Und der zweite, aber wichtigere Trick ist, gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen, dass die Wahrheit für ihn scheinbar irgendwas ist, was in seiner inneren Geografie ein Fixpunkt, ein Zielpunkt, ein Leuchtturm, ein Fixstern ist, wo es sich lohnt, dem näher zu kommen. Und da vermute ich mal, nachdem er die dann außerhalb von sich darstellt, also wir können der Wahrheit näher kommen, deswegen muss sie ja außerhalb von ihm sein, dann ist sie wahrscheinlich eine Ebene 7-Ressource, also eine spirituelle Ressource. Und da komme ich in den späteren Newslettern dann nochmal drauf, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei bei dieser Art mit Texten umzugehen und bei dieser Art mit Leuten umzugehen, die anders denken. Und das wird ja auch der Hauptinhalt des Erlebniswochenendes in 4 Wochen sein. Was befähigt einen eigentlich, diesen Birkenwieldschen Rat nicht nur im Internet zu folgen und Texte zu lesen, die einem quer liegen, sondern auch mit Menschen sich zu unterhalten, die halt so einen Quatsch wirklich glauben und erzählen, wo einem ja sofort irgendwie das Blut ins Gesicht schießt und man sich denkt, das kann doch wohl nicht sein, was du hier gerade erzählst. Also, wie schafft man das, diesen Satz, ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir eher der Wahrheit näher kommen? Wie schafft man es, den zu leben? Und die Antwort ist ebenso simpel wie erschütternd.
Man braucht eine gemeinsame Ebene 7 Ressource. Und bei Karl Popper ist das wohl die Wahrheit. Und das heißt, ich glaube, dass zwei Leute nur dann diesen gemeinsamen Weg gehen können, wenn sie sich halt in irgendwas Übergeordnetem einig sind. Dann kommt dieser wunderschöne Effekt, den Jordan Peterson in die großartigen Worte fasst: Wir können andere Menschen als Wahrnehmungsorgane verwenden. Das finde ich einen tollen Satz. Das heißt, du hast dein eigenes Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und deinen eigenen Blick auf die Wahrheit, und ein anderer Mensch sieht einen anderen Teil von der Wahrheit, sieht einen anderen Teil von der Welt, und der sieht auch Teile, die siehst du nicht. Wir haben die Möglichkeit, unsere Wahrnehmungen der Wahrheiten auf eine Art zu verbinden, dass du ein Stückchen siehst und ich sehe ein Stückchen, und gemeinsam sehen wir ein größeres Stückchen. Aber das klappt natürlich nur dann, wenn wir uns beide einig sind, dass wir das Stückchen sehen wollen. Also wenn das so ist wie in dieser Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich passiert ist, aber sie wird oft erzählt, wo Galileo Galilei vor der Inquisition war, und der hat halt dann behauptet, es gäbe da so Planetenzeug im Himmel, und die Inquisition meinte, nee, das kann nicht sein, weil das ist ja eine Kuppel, die da oben ist, und Galilei meinte dann wohl, weil er hatte sein Fernrohr dabei, und dann meinte er wohl zum Kardinal, ja, dann gucken Sie doch einfach mal durch das Fernrohr. Und der Kardinal meinte dann, nein, ich gucke da nicht durch, weil ich weiß, was ich dann sehen werde. Und ich finde den Satz sehr spannend, weil der kann auf zwei ganz gegensätzliche Arten verstanden werden. Also, es kann sein, dass der Kardinal sagt, ja, Entschuldigung, aber da oben gibt es keine Planeten, da oben ist eine flache Himmelskuppel, und wenn ich durch das Fernrohr durchgucke, werde ich auch nur das sehen, was Gott geschaffen hat, nämlich eine flache Himmelskuppel und keine Planeten. Das wäre die naheliegende Lösung. Aber ich glaube, alle Leute, die den Satz hören und die Geschichte erzählenswert finden, haben das Gefühl, der Kardinal meinte das andere, dass er sagt, ich weiß genau, wenn ich da durchgucke und ich sehe die Planeten mit eigenen Augen, dann bricht mir ja das ganze Weltbild zusammen. Deswegen werde ich einen Teufel tun und dahin durchgucken, weil ich möchte mir gerne meine Wahrheit festgemauert erhalten. Ja, mit solchen Leuten kann man halt nicht reden. Das heißt, die Idee ist, sich mit anderen Meinungen, anderen Weltbildern, anderen Ideologien, anderen Physiologien zu beschäftigen, in dem Wissen, dass niemand die ganze Wahrheit kennt. Du nicht, ich nicht, die Leute, die im Internet Texte schreiben, nicht. Dass es aber möglicherweise für uns alle wichtig sein könnte, der Wahrheit näher zu kommen, immer größere Stücke von ihr zu sehen. Und dass es deswegen eine gute Idee ist, zusammenzuarbeiten und logischerweise vor allem mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Welt anders sehen. Okay, ich lese dir den letzten zwei Sätze noch aus dem Newsletter vor. Also, ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen. Ich lege Wert aufs Gemeinsam und möchte nicht bevormundet werden. Nächste Woche verrate ich dir weitere Werkzeuge, mit denen du deinen Weg durch den Infodschungel findest. Bis dahin, liebe Grüße, Ralf. Ja, ich muss jetzt dazu sagen, das war der Letter 342, die Woche drauf, in dem Letter 343, da war dann Ostern, und da habe ich dann einen Sonderletter eingebaut zum Thema, ob du die Ostergeschichte glaubst, und dann ging es weiter mit dem Teil 3 der Wahrheitssuche. Jetzt letzte Woche ist erschienen der Teil 4, Hegels dritte Schwierigkeit heißt der, und dann gibt es noch einen Teil 5 und einen Teil 6, und dann ist diese Reihe durch. Ich glaube, ich werde aber mindestens noch einen Podcast, also Audio-Newsletter machen darüber, weil ich habe da wirklich viel weggelassen, was ich erzählen könnte. Ich hoffe, es war für dich spannend, ich hoffe, es war lehrreich, ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei, die du noch nicht wusstest und noch nicht so gesehen hast. Und ich hoffe natürlich, dass du das alles auch sehr kritisch hörst, weil auch ich kenne nicht die Wahrheit, ich kenne nur mein Stückchen der Wahrheit. Und ich freue mich ja immer, wenn es Leute gibt, die die Welt anders sehen als ich. Ich habe übrigens mal auch ein Webinar gemacht, das findest du im Archiv auf Edumanto, wo ich auch beschrieben habe, wie meine Strategie ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die die Welt ganz anders sehen als ich. Ich habe da eine Strategie, wo ich im ersten Schritt erstmal feststelle, ob die überhaupt Interesse an einem Gespräch haben. Die meisten haben das nicht, die wollen nur einfach ihre Wahrheit erzählen und interessieren sich nicht für meine. Dann bestätige ich die, damit wir gute Freunde sind.
Und bei den wenigen, bei den ganz wenigen, die wirklich an einem Gespräch interessiert sind, da gibt es dann eben spannende Gespräche. Wie man das macht, modelliere ich gerade eben fürs Erlebniswochenende. Da werde ich die Strategie ja vorstellen. Die wird sehr spannend, weil sie geht definitiv nur mit einer spirituellen Ressource. Weil NLP-mäßig gesehen, du begegnest einem anderen Menschen. Das ist ja schon mal Ebene 6. Und dieser andere Mensch gehört zu einer anderen Gruppe von Menschen, also einer anderen Zugehörigkeit, Ebene 6. Ja, wie um Gottes Willen soll ich jetzt imstande sein, mich mit einem anderen Menschen aus einer anderen Gruppe auszutauschen? Wirklich offen, ehrlich, herzlich. Das geht nur über eine verbindende Ressource auf Ebene 7 von Ebene der Spiritualität. Deswegen ist es, und das führe ich halt in dieser Newsletter-Reihe weiter aus und im Erlebniswochenende, letztendlich eine spirituelle, eine transformierende Erfahrung, sich auf Weltbilder und Philosophien einzulassen, die dem eigenen widersprechen. Ich weiß nicht, ob das auch was war, was Frau Birkenbiel im Sinn hatte. Ich habe dir letzte Woche gesagt, für sie war das überwiegend Gehirngymnastik, Anti-Alzheimer-Training und ihr Gehirn fit zu halten. Ich weiß nicht, ob sie diesen spirituellen Aspekt auch gesehen hat. Ich weiß es deswegen nicht, weil sie hat sich nicht so oft mit Leuten unterhalten, die anderer Meinung waren als sie. Sie hat sehr viel mehr gelesen. Die Frau hat unglaublich viel gelesen. Also die wohnte ja quasi in der Bücherei und hat dann auch später sehr viel im Internet gelesen. Das heißt, die war eine Leseratte ohnegleichen. Hat sich aber wenig mit Leuten direkt ausgetauscht. Darum kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Aspekt gar nicht gesehen hat. Und dann bin ich ihr doppelt und dreifach dankbar, dass durch Ihren Tipp ich das entdeckt habe und vielleicht dadurch dann mittelbar du das auch für dich entdeckst. Das war's für heute. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.